Make a Change macht mit bei End Action. Artikel 1. Umwelt. Jeder Mensch hat das Recht, in einer gesunden und geschützten Umwelt zu leben. Hä? Warte mal. Wir behalten uns etwas vor, was wir selbst zerstören und verdrecken. Ist das Gitter rechtfertigt? Ich meine, wir werfen E-Roller in Flüsse, Plastik landet im Meer und wir roden den Regenwald für Nutztiere und Sojaanbau. Und jetzt wollen wir das Recht darauf, dass wir in einer gesunden und geschützten Umwelt leben? Eigentlich gar nicht umsetzbar, denn wir verursachen die Probleme ja selbst. Wir fragen Schülerinnen und Schüler an unserer Schule nach ihren Erstgedanken, wenn sie an die Umwelt hören. Plastik. Systematischer Suizid. Korallenriffe. Verschmutzung. Abgase. Krise. Plastik. Müllinsel. Das erste große Problem, das wir euch vorstellen möchten, ist Plastik. Vor allem Plastikmüll im Meer. Immer wieder hören wir oder sehen wir etwas von Plastikmüll an Stränden im Meer. Plastik ist heutzutage einfach überall. Aber wie kann es sein, dass wir es überall finden und was können wir dagegen tun? Die meisten Arten von Plastik werden in einem chemischen Prozess oder aus Öl oder Gas hergestellt. Kunststoffe sind billig, können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden und sind durch die Robustheit enorm langlebig, also perfekt für Unternehmen. Doch genau dies macht sie zum aktuellen Umweltproblem. Da Plastik in der Umwelt mehrere Jahrhunderte überdauern kann, geht die Wissenschaft davon aus, dass jedes Plastikprodukt, das jemals in der Natur gelandet ist, immer noch dort verweilt. Besonders bei Einwegplastik, das seinen Zweck innerhalb weniger Stunden, oftmals sogar weniger Sekunden erfüllt hat, sind die potenziellen Schäden für das Ökosystem mehr als unverhältnismäßig. Ganze 40% des in Europa hergestellten Plastiks wird für solche Einwegprodukte wie Verpackungen genutzt. Gemäß aktuellem Forschungsstand sind mehr als 800 Meerestierarten weltweit vom Plastikmüllproblem betroffen. Die Tiere halten die im Meer treibenden Plastikteile für Nahrung und verschlucken sie. Dies kann zu inneren Verletzungen bis hin zum Tod durch Verhungern führen. Verloren gegangene oder unsachgemäß entsorgte Fischereigeräte wie Netze oder Leinen werden besonders für Wale, Delfine, Robben und Meeresschildkröten zu tödlichen Fallen, wenn diese sich darin verheddern. Nicht zu unterschätzen sind auch die unsichtbaren Folgen der Plastikmüll. Einigen Kunststoffarten werden bei der Herstellung schädliche Zusatzstoffe wie Weichmacher hinzugefügt. Zudem nehmen Plastikpartikel Umweltgifte aus der Umgebung auf. Landen diese einmal im Verdauungstrakt von Meerestieren, können sich die toxischen Stoffe in deren Gewebe anreichern. Bei Fischen landen diese Stoffe dann auch auf unserem Teller. Mittlerweile ist bekannt, dass die Plastikverschmutzung selbst entlegenste Meeresregionen wie die Arktis erreicht hat. Während Untersuchungen in den Jahren 2014 und 2015 sind pro Liter Meereseis mehr als 12.000 Mikroplastikteilchen, also Plastikteilchen mit einer Größe von weniger als 5 mm, gefunden worden. Auch vor der Tiefsee macht Plastik keinen Halt. Im Gegenteil. Forscher gehen davon aus, dass die Tiefsee als Tiefsee den Plastik bildet. So wurden im Mittelmeer in über 2000 Meter Tiefe unzählige Plastikabfälle gefunden und Mikroplastik in verschiedenen Organismen, die in tausenden Metern Tiefe im Atlantik und im Pazifik leben, nachgewiesen. Lediglich 6% des Plastikmülls in den Ozeanen, eine sehr große Menge, wenn man bedenkt, dass die größte mögliche Tiefe in Deutschland ist, treibt an der Wasseroberfläche oder wird in Stränden angespült. Der große Rest liegt auf dem Meeresgrund, wo die Langzeitfolgen für die dort lebenden Organismen kaum abzuschätzen sind. Die Verschmutzung der Meere durch Plastik und Kunststoff wird nicht nur durch Anrainerstaaten, sondern auch durch Binnenländer wie der Schweiz mit verursacht. Mikroplastik, Mikrogummi und schwer abbaubare gelöste Kunststoffe werden über Flüsse in die Meere getragen. Die jüngsten Studien sind erschreckend. Jedes Jahr gelangen 1,5 Millionen Tonnen Mikroplastik über Abwasser an Flüsse in die Meere, mit fatalen Folgen für ihre Bewohner. Die Meerestiere werden wegen des Mikroplastiks krank, vergiftet oder sie verhungern. Die Plastikpartikel sind so klein, dass viele davon die Kläranlagen passieren. Auch in der Schweiz. Die Rhone und der Rhein, die beide ins Meer münden, sind stark mit Mikroplastik belastet. Was können wir gegen die Plastik gut tun? Wir können Leitungswasser trinken, PET-Flaschen mit 25 Cent meiden, Plastik am Strand und auf der Straße einsammeln, Milch und Joghurt in Glasflaschen kaufen, feste Seife benutzen, Wegwerfartikel wie Strohhalme und Gewürzbecher vermeiden, eigene Dosen an der Fleisch- und Käsetheke verwenden, Stoffbeutel zum Einkaufen nehmen, auf dem Wochenmarkt oder im Unverpackladen einkaufen oder Essenslieferungen vermeiden und eigene Boxen mitbringen. Widmen wir uns mal dem zweiten Problem, Regenwaldabholzung. Genauso wie bei Problem 1 wird zurzeit viel über die Rodung der Regenwälder berichtet und diskutiert. Insgesamt gibt es auf der Erde 18,27 Millionen Quadratkilometer Regenwald. Dabei sind die drei größten. Der Amazonaswald mit einer ungefähren Fläche von 6 Millionen Quadratkilometern. Das Kongo-Becken
das in etwa 10% abschließend bedeckt und 3,01 Millionen Quadratkilometer groß ist. Und drittens, die indonesischen Regenwälder, die zusammen 920.000 Quadratkilometer groß sind. Aber was machen diese Regenwälder? Sogenannte Urregenwälder, wie der Amazonas, entstanden vor Millionen von Jahren. Diese Wälder sind extrem dicht besiedelt und beheimaten viele einzigartige Pflanzen. Aufgrund der dichten Bewaldung bindet allein der Amazonas schon 13,9 Milliarden Tonnen CO2 jährlich. Leider wird der Amazonas zurzeit stark gerodet und setzt alte, gebundene Gase wieder frei. Deswegen stößt der Amazonas 16,6 Milliarden Tonnen jährlich aus, denn in den Millionen von Jahren der Entstehung nahm Amazonas sehr viel CO2 auf. Und jetzt, wo der Amazonas gerodet wird, setzt er diese uralten Gase wieder frei. Durch die Rodung ergeben sich aber zwei Probleme. Erstens, alte Gase werden freigesetzt und zweitens, die fehlenden Bäume nehmen kein CO2 mehr auf. So wurden alleine 2018 12 Millionen Hektar Regenwald gerodet, was in etwa so groß ist wie England. Wenn weiter gerodet wird, dann erreicht man den sogenannten Kipppunkt. Unter dem Fachbegriff Kipppunkt versteht man den Punkt der Zerstörung, an dem der Mensch die zerstörerische Entwicklung nicht mehr aufhalten kann. Die Gefahren sind also bekannt und wissenschaftlich belegt. Warum aber roden wir dann weiter? Im Amazonas wird der Regenwald gerodet, um weite Flächen für Rinder zu schaffen. Brasilien ist der weltweit führende Exporteur von billigem Rindfleisch. Damit brasilianische Farmer billig Fleisch produzieren können, brauchen sie ständig neue Weideflächen. So exportierte Brasilien 2016 rund 1,6 Milliarden Tonnen Rindfleisch, von denen 10% in der Europäischen Union und somit auch in deutschen Supermärkten gelandet sind. Zudem sind die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen Sklavenarbeit erhöht. Was ist uns also wichtig? Viel billiges Fleisch zu essen oder auf die Umwelt zu achten und die Welt für die zukünftigen Generationen zu erhalten? Die Holzgewinnung sind im Kongo-Becken der Hauptgrund für die Rodung. In den Ländern, auf denen sich das Kongo-Becken erstreckt, ist extreme Armut verbreitet. Deswegen haben viele Menschen keine andere Wahl, als den Urwald zu roden und das Holz zu verkaufen. Es wäre also eine Überlegung wert, den Menschen eine andere wirtschaftliche Grundlage zu verschaffen. Große Teile der Tropenholzimporte kommen aus den Ländern des Kongo-Beckens. Kamerun, Gabun, Äquatorial Guinea, Republik Kongo, Zentralafrikanische Republik, die Demokratische Republik Kongo, Uganda, Ruanda und Tansania. Es gibt sogar Verordnungen, die den Export von Tropenholz verhindern sollen, allerdings werden diese auf verschiedene Art und Weise umgangen. Wenn ihr euch jetzt noch im Zimmer umschaut, dann kann es gut sein, dass das Holz illegal gerodet und importiert ist. Indonesische Wälder werden vor allem durch Palmöl und Kokosfetten genutzt. Denn die Palmölindustrie ist ein entscheidender Faktor für den wirtschaftlichen Aufbruch in Indonesien. So hat sich seit 1994 die Palmölindustrie in Indonesien fast verhindert. Heute nehmen Palmölplantagen rund 13 Millionen Hektar an. Das sind etwa dreimal so groß wie Dänemark. Da, wo also jetzt Plantagen stehen, war früher Regenwald. Nur vor 120 Jahren war das Regenwaldgebiet 16 Millionen Hektar groß. Heutzutage sind nur 100.000 Hektar übrig. In vielen Lebensmitteln ist Palmöl enthalten, denn es ist billig und gut zu verarbeiten. So gibt es in einem Supermarkt im Schnitt 800 Produkte mit Palmöl. Es wird bei fast allem, bei dem Fett sein muss, verwendet. So ist häufig sogar Palmöl im Croissant enthalten. Trotzdem ist der durchschnittliche Deutsche rund 17 Kilo Palmöl im Jahr. Doch Produkte, die Palmöl enthalten, zu vermeiden, ist zurzeit kaum möglich. Fazit. Rohstoffe, für die der Regenwald abgeholzt wird, zu vermeiden, ist zurzeit sehr schwierig. Man sollte trotz dessen immer auf die Zutaten bzw. auf das herkömmliche Land achten. Bei tropischem Holz nur zertifiziertes Holz kaufen und Produkte mit Palmöl so gut wie möglich vermeiden. Fleischprodukte sollte man lieber in Russland behandeln, nur selten, aber dafür gute Qualität. Das Wichtigste ist jedoch, dass ihr zum Beispiel durch Teilnahme an Demonstrationen Druck auf die Politik macht, denn die Regierung kann mit entsprechender Gesetzgebung große Unternehmen wie Nestle oder Unilever dazu zwingen, zum Beispiel Palmöl zu vernichten. Weiteres Problem ist die Luftverschmutzung. Jeder hat schon einmal von Luftverschmutzung gehört, aber was sind die Ursachen davon und welche Folgen hat sie für uns? Vor allem entsteht der Kohlenstoff durch die Verbrennung von Erdöl, Kohle und Müll. Aber auch das Heizen, Autofahren oder die Massentierhaltung spielen eine Rolle. Bei Massentierhaltung werden viele Tiere auf engem Platz gehalten. Dabei ist es vor allem bei Kühen so, dass sie, wenn sie pupsen, Methan ausstoßen. Durch diese ganzen Faktoren entstehen Gase, die der Gesundheit des Menschen zusetzen und auch den Klimawandel fördern. Unsere Luft besteht aus Stickstoffdioxid, Sauerstoff, Argon, Kohlenstoffdioxid, Methan und Wasserstoff. Der Anteil an Kohlenstoffdioxid steigt zunehmend, was dem Klima schadet. CO2 und Methan sind Treibhausgase. Die Treibhausgase steigen in die Höhe und reflektieren das Sonnenlicht, welches dann immer weiter reflektiert wird. Wenn immer mehr Treibhausgase entstehen,
kann dann immer mehr Sonnenlicht reflektiert werden. Das Ergebnis? Klimawandel. Der Stickstoffanteil in der Luft überschreitet in 65 mittelgroßen bis großen Städten Deutschlands die Grenzwerte. Stickstoff wird aus Autos mit Verbrennungsmotor ausgestoßen. Durch ihn sterben 30.000 Menschen pro Jahr und er kann zu Allergien, Diabetes und auch Asthma führen. Davon betroffen sind vor allem Menschen, die in Großstädten leben. Es werden jährlich 2050 Tonnen Feinstaub durch das Abbrennen von Feuerwerkskörpern an Silvester freigesetzt. Feinstaub entsteht von Kraftwerken und Autoabgasen. 85% der Stadtbewohner Europas sind gesundheitsschädlichen Feinstaubwerten ausgesetzt. Die Folgen sind Schlaganfälle, Allergien und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Um der Luft nicht mehr zu schaden, sollte man also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das Fahrrad benutzen, generell mit geringerer Geschwindigkeit Auto fahren und an Silvester vielleicht mal auf die ein oder andere Rakete verzichten. Wir können uns nicht vorschreiben, in einer gesunden und geschützten Umwelt leben zu dürfen. Aber wir können selber etwas dafür tun, um diesen noch weit entfernten Traum in Erfüllung gehen zu lassen. Also, make a change.